Da wir uns ja mitten im Marienmonat Mai befinden und noch dazu am Ort der Marienerscheinung, soll der nächste Song auch in diesem Fokus stehen. Die überarbeitete Version von Franz Schuberts Ave Maria wurde durch die R&B-Sängerin Beyoncé Knowles weltweit bekannt. Ave Maria wurde von Beyoncés eigenen Ehen inspiriert und im Lied selber geht es darum, dass man alle Zeit von seinen Freunden umgeben ist, jedoch trotzdem allein zu sein scheint. Aber wir sind nicht allein, wir haben Freunde. Und unsere gute Freundin Judith Herrmann aus Deutschland wird uns heute Abend mit ihrer wunderbaren Stimme bei unserem Konzert unterstützen. Und nun viel Vergnügen mit Ave Maria von Beyoncé mit Judith Herrmann.